Heute für euch im Quick Look eine Figur, die ich schon etwas länger hier habe. Die habe ich mir ertauscht beim The Walking Turtle. Aber komme jetzt erst dazu, hier diese Figur zu reviewen. Wie auch immer, ich hatte halt ein paar noch auf Lager stehen, die zuerst raus mussten, da sie schon älter waren. Und zwar ist es hier die Roller Derby Harley. Und wie die Dame außerhalb der Verpackung aussieht, zeige ich euch natürlich wie immer nach meinem kurzen Intro. YouTube und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Und hier seht ihr sie schon stehen, die Harley Quinn im Roller Derby. Und ihr seht auch, warum das sie steht. Auf meinem Drehteller mag die Dame nicht stehen. Das benötigt noch einiges an Arbeit. Die Dame lehnt sehr weit nach vorne. Da sie unten keine Löcher hat und nur auf den Rädern steht, hat sie auch keinen Stand dabei. Also müssen wir das etwas mit heißem Wasser lösen. Hier seht ihr auch, der Cricket-Schläger ist etwas verbogen, was das hier sein soll, oder Croquet-Schläger oder wie man das auch nennt. Hinten sind ein paar Farbfehler, die muss man auch noch ein bisschen schauen, dass man sie ausbessern kann. Aber so gut im Ganzen ist die Figur eigentlich so halbwegs schön gelungen, muss ich sagen. Ich habe schon bessere gesehen, vor allen Dingen, weil die Dame mal wieder eine ist, die nicht stehen will. Von den Details her muss ich sagen, ist sie sehr gut gelungen. Auch wenn hier Farbfehler sind, die man korrigieren muss. Dann muss man dann schauen, dass man den Bett wieder gerade bringt. Dann muss man schauen, dass die Dame nicht mehr sich nach vorne neigt und umfällt die ganze Zeit. Aber das kriegt man schon irgendwie hin. Und wenn nicht, wird sie festgeklebt. Das wäre nicht die echte Figur, die wir zum Stehen bringen. Aber so ist sie sehr schön gemacht. Hier mit ihren schwarz-roten Haaren, ihren Augenring bzw. ihren Make-up. Man kann der Figur natürlich auch wieder den Kopf drehen hier. Und die Details sind auch sehr schön gemacht, wie der braune Gürtel, ihr Kostüm. Hier hat sie noch eine Pistole dabei. Auch die Rollschuhe sind eigentlich sehr schön gemacht. Was aber leider verhindert, dass die Dame stehen bleibt bzw. länger stehen bleibt. Man bringt sie etwas zum Stehen. Und dann mit der Zeit wird sie irgendwie überlastig und kippt dann irgendwann um. Aber wie gesagt, das kann man alles fixen irgendwie. Und ich bin froh, die Dame hier zu haben. Man kann das alles etwas ausbessern. Und dann natürlich würde ich sagen, Quick Look, schnell vorbei. War es das auch schon wieder? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Figur haltet. Erst die großen Buchstaben, dann die kleinen. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button. Wenn ihr es noch nicht seid, drückt aufs Abonnieren. Lasst ein Abo da, ich freue mich über jeden Abonnenten. Und dann natürlich sage ich danke fürs Zusehen. Tschö, bis zum nächsten Mal.